Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Daniel und das ist Play Games Alone. Heute Captain America im Leadership gegen Claw. Also bleibt dran. So, willkommen zurück. Heute spiele ich wieder den Captain America. Der hat mit so die meisten Klicks gesehen von euch. Daher gehe ich davon aus, dass euch der mit am meisten interessiert. Also werde ich ihn als nächstes spielen. Ich habe schon soweit alles vorbereitet. Die Erzfeinde kommen beiseite. Karte wird hier wieder reingemischt. So. Die Lebenspunkte habe ich Chlor Phase 1. Der hat schon wieder 12 Stück. Dann haben wir die Untergrundgeschäfte. Bei 6 schreitet eine Phase voran. Und sobald aufgedeckt, muss ich hier das Verteidigungsnetzwerk spielen. So, haben wir das. Der startet schon mit 2 plus einen im Spiel. Bin ich mal gespannt. Steve Rogers hat 11 Lebenspunkte. So. Auch mal eben noch mal kurz durchmischen. Denn seine Fähigkeit ist ja, ich suche mein Deck gleich nach meinem Schild. Und ich kann den ersten, den ich, Alliierten, den ich spiele in einer Runde, wird um 1 billiger. So, das sieht man. So, der hat ein Handkartenlimit von 6. Dann ziehen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was haben wir denn da? Stärke, schon mal gut. Oh, wenn ich den schon spielen könnte, wäre auch schon super. Iron Man, okay. Moralschub, okay. Okay, das heißt, eigentlich möchte ich die hier spielen. Weil dann kann ich direkt hier zwei wegnehmen. Das wäre schon mal super. Die würde ich einfach mal abschmeißen und drei neue ziehen. Eins, zwei, drei. Okay, das ist doch super. Dann durchsuche ich die Karte, das Deck nach meinem Schild. Das ist hier direkt. Perfekt. So. Perfekto, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, kann noch ein bisschen runter, wa? So. Ja. Ich hoffe, das sieht man. Ich bin gerade ein bisschen mit dem Licht am Testen und mit der Auflösung, dass man das so gut sieht. Weil ich wollte eigentlich auch die Wrecking-Crew aufnehmen, aber das ist zu viel für den Ausschnitt. Da muss ich erst noch ein bisschen was testen. So. Ich werde einfach jetzt Avengers Manson spielen für vier Ressourcen, nämlich hier die beiden Doppelressourcen. Das ist schon mal super. Die wird auch direkt rumgedreht. Sobald ein Held im. Okay. Gut. Dann werde ich Agent 13 spielen. Senke die Kosten des ersten Verbündeten, der jede Runde gespielt wird, um 1. Okay, muss kein Avenger sein. Okay, dann spiele ich Agent 13 für die zwei. Reaktion: Nachdem Agent 13 ins Spiel gekommen ist, entferne zwei Bedrohungen von einem Plan. Das wären dann schon mal hier die beiden. Und dann spiele ich noch Captain America Schild. Dadurch bekommt er plus 1 Verteidigung und Vergeltung 1. Wird Captain America. Agent 13 nimmt mal den. Whoop. Den Plan hier weg. Ist das Verteidigungsnetzwerk weg. Und Captain America greift an für 2. So. Und damit ist meine Runde auch rum. So. Der Plan geht um 1 voran. Jetzt greift er mich an, Claw. Und zwar, er hat 0-0 Angriff. Das heißt, er muss zwei Boosterkarten ziehen. Das ist seine Fähigkeit. 0. Und 2, würde ich 2 Schaden kriegen. Jetzt habe ich ihr Trottel natürlich vergessen zu sagen, ich verteidige und ich verteidige nicht. Das ist gut, dann werde ich 2 Stück nehmen. Bin ich auf 9 runter. Und eine Karte. Der unsterbliche Claw, ja, das ist doch super. Das heißt, er kriegt 10 Lebenspunkte.
So. Und drei Marker da drauf. Ja, klasse. Die muss man jetzt schon haben. Na, super. Krieg noch einen Punkt, den habe ich eben vergessen, weil die hat ja einmal angegriffen, einmal zwei Marker weggemacht und einmal nochmal Marker weggemacht. Man sollte auch so. Okay. Dann ziehe ich fünf Karten wieder. Hätte ich gerade auch machen müssen. Mein Gott, 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß, da werde ich euch die Stirn auf die Stirn klatschen. Aber gut. Dann machen wir das. Spielen wir die für 0. Captain America bekommt bis zum Ende der Phase plus 1 Widerstand und ich ziehe eine Karte. Ist auch gut. Aber Hawkeye will ich eigentlich auch spielen. Ja, ich kann ja noch Avengers umdrehen. Nur ein Schild. Uiuiui. Der ist auch. Was machen wir denn da? Auf jeden Fall den Hawk. Sieht man die Karte da noch so? Den Hawkeye möchte ich auf jeden Fall haben. Den spiele ich. Obwohl, könnte dann mich gleich erstmal rumdrehen, ne? Dann wäre er um 2 günstiger. Dann ist das gleich für Hawkeye. Füge einem Gegner 6 Schaden zu. Das klingt nach einem Plan. Und zwar, er leistet erstmal Widerstand auf dem Plan hier. Kann er ja mit 3. Sup. Dadurch ist der unsterbliche Claw weg. Eine Mocken. Na, ist egal. So, zack, da sind die 10 auch weg. Das ist schon mal gut. Dann macht er den Heldenaffenangriff. Füge deinem Gegner 6 Schaden zu. Falls du mit dieser Karte mit einer Physio-Ressource bezahlt hast, betäube den Gegner. Habe ich auch. So, mache ich ihm 6 Schaden. Dann hat der Gute noch 4. Soweit, so gut. Und ein Betäubt. Das ist auch gut. Dann werde ich in Steve Rogers flippen. Spiele Hawkeye dann für 2, weil er macht ja einen billiger mit der Kraft der Führung. Und Hawkeye bekommt jetzt 4 Marker. Und jedes Mal, wenn ein Minion ins Spiel kommt, kann er einen Marker ausgeben und fügt ihm 2 Schaden zu. So. Dann, na, 2 ist so schade für. Dann leistet Hawkeye hier. Nee, gar nicht. Doch, doch, muss ich. 2 plus 3. Hawkeye leistet Widerstand, um den einen Marker hier wegzumachen. So. Und dann kommt die weg. Und ich ziehe 6 neue. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Der wird auch wieder ready gemacht. Steve's Apartment. Okay, kann man spielen. Oh, die muss ich haben. Na, War Machine. Quinjet. Nachdem dein Zug begonnen hat, platziere einen Sidemarker auf Quinjet. Bringe einen Avenger-Verbündeten, dessen Aufdruck gleich oder weniger als die Anzahl der Zeitmarker auf dem Quinjet sind, von deiner Hand ins Spiel. Lege dein Quinjet ab. Okay. Gib einen Verbündeten unter deiner Kontrolle eine C-Statuskarte. Na, ist doch nicht schlecht. Okay. Gut. Dann geht der Plan um 1 sowieso voran. Um 2 wegen Chlor. Und Tiger Shark. Ah ne, um Booster. Gib den Schurken eine C-Statuskarte. Okay.
Eine C-Statuskarte, okay. Und dann eine Boost, eine Karte für mich. Ups. Chlor kriegt plus 1. Nachdem Chlor einen Charakter angegriffen hat, der ihm Schaden zugefügt, betäube den Charakter. Ui. Das ist ja erstmal eklig. Das ist erstmal eklig. Okay, dann bin ich aber dran. Erstmal Avengers. So. Haben wir alles geben. Dann spielen wir trotzdem Steve's Apartment. Für War Machine. Spielen die mal. Kriegen wir eine Karte wieder. Also war die fast für 0. Vorgestoßen. Erschöpfe deinen Helden. Entferne Bedrohung. In Höhe. Oh, das ist gut. Da können wir auch mal. Ja, okay. Gut, dann werde ich mal. Ups. Dann spielen wir das Serum. Für. Ist dies auch zu gut. Die. Ach, komm, unter Quinjet. Für die Ressource. Dann. Gut, dann machen wir, spielen wir bereit für Action. Gib einen Verbündeten unter deiner Kontrolle eine C-Statuskarte. Die spielen wir für das Serum. Und dadurch bekommt Hawkeye die C-Statuskarte. So. Hawkeye die C-Statuskarte. So weit, so gut. Dann wird Agent 13 einmal Widerstand leisten. So. Hawkeye greift einmal an, macht das C weg. So. Tipp, 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 tipp. Ja, dann greift Captain America einmal an. Für einmal. Ups. Krieg ich nur einen. Das war für den. Ich gebe die Karte aus, um Captain America nochmal spielbereit zu machen. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Lege eine Karte von deiner Hand ab, mache Captain America spielbereit. Einmal pro Runde. Und dann wird er nochmal angreifen und haut ihm aus dem Leben. So. Durch aufgedeckt. Jetzt kommt wieder der unsterbliche Chlor. Ins Verteidigungsnetzwerk. Das war hier. So, kriegt wieder insgesamt kriegt er einmal 18 Marker. So, das sind die 18. Und das sind dann die 5 für Verteidigungsnetzwerk. Und da kommen 3 Stück drauf. So, genau. Dann mache ich alles wieder spielbereit. Und ziehe auf. 2, 3, 4, 5.
Heldenhafter Angriff wieder, das ist sehr gut. Hawkeye, die Kate Bischoff. Erschöpfe diesen Verbündeten und lege eine Karte von deiner Hand ab. Füge einem Gegner X Schaden zu, wobei X die Anzahl der aufgedruckten Ressourcen auf der abgelegten Karte ist. Okay. Dann eine Zweierressource und hänge diese Karte einem Verbündeten an. Gut. Ja. Dann geht der Plan um eins voran. Er würde angreifen, kann er nicht, ist betäubt. Und ich bekomme eine Karte. Sobald aufgedeckt, der Schurke greift dich an. Er würde Hocke angreifen. Gott sei Dank. Und die C-Status-Karte ist weg. Dieses Mal wichtig, dass die Karte weg war. Das ist gut. So, dann bin ich wieder dran. Dann gibt es jetzt aber Kasala. Ich spiele einmal Avengers Anwesen. So. Ziehe eine Karte. Captain America's Helm. Dann spiele ich Heldenhafter Angriff. Füge einem Gegner 6 Schaden zu. Falls du mit dieser Karte mit einer physischen Ressource bezahlst, betäube den Gegner. Ich spiele 2 mit Energie und drehe mein Supersoldatenserum um. Das erzeugt nämlich eine physische Ressource. Damit mache ich 6 Schaden. Nehmen wir erstmal die hier weg. Betäube Claw wieder. Die 10 lassen wir nochmal für den Plan. So, das war er. Dann werde ich ihn einmal nehmen hier und 2 wegmachen. Dann ich hätte gerade hier noch einen dritten für diese Karte gekriegt, habe ich ganz vergessen. So sehe ich gerade. Und dann Tor noch drauf. So. Dann das. Dann werden wir meinen Helden wieder spielbereit machen. Dann hier dieses Spiel. Erschöpfe deinen Helden, füge einem Gegner Schaden in Höhe der Summe wie deiner Heldenwerte Widerstand, Angriff und Verteidigung zu. Das heißt, er bekommt 2, 4, 6 Schaden. 6. Ja. Kopfrechnen, ne? Dann ist er noch bei 4. Plus die 3 und die 10. Gut. Dann ist er weg. Ja, dann muss sie sich opfern, um hier den letzten wegzumachen. Gute Agent 13. Damit ist Claw weg und die auch. Perfekt. Dann mache ich alles wieder spielbereit. Ziehe 5 Karten auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das ist nicht so toll. Was auf Soldatenserum. Okay, gucken wir gleich mal. Kriegen wir schon hin. Das sieht schon mal halbwegs gut aus. So, der Plan geht um ein voran. Er würde mich angreifen, ist betäubt. Und eine Karte für mich. Illegale Waffenfabrik. Nebenplan. Sobald aufgedeckt, platziere zusätzlich eine Bedrohung. Okay. Dann kriegt er 1, 2, 3 von Natur aus und eine Dings. Gut. Kann ich mitleben. Dann machen wir erstmal Avengers, die Villa. Gemeinsam sind wir stark. Erschöpfe beliebig viele Verbündete unter deiner Kontrolle. Ziehe eine Karte für jeden auf diese Weise erschöpften Verbündeten. Den könnte ich erschöpfen.
So. Erschöpfe ich einen. Ja, auch keine bessere Karte. Hätte ja sein können. Die muss ich unbedingt rausnehmen. So. Dann machen wir das so. Dann wird Captain America angreifen. Macht 2 Schaden. So. Machen ihn wieder ready. Greift nochmal an. Macht 2. Dann spielen wir Falcon für 4. Für 1, 2, 3, 4. Nee, ach, ah, ich hätte den nicht erschöpfen müssen. Hätte ich jetzt schon wieder das Spiel zu Ende. Doch, das machen wir, das ist cool, das ist cool. Doch, wir spielen den für 4. 1, 2, 3, 4. Nachdem Falcon ins Spiel gekommen ist, siehe dir die obersten 3 Karten des Begegnungsdecks an. Entferne für jeden Verrat, den du dir auf diese Weise angesehen hast, eine Bedrohung vom Plan. Okay? 1, 2, 3. Also eine Verratkarte. Kann ich eine Bedrohung vom Plan entfernen? Nehmen wir doch mal lieber den hier. So, dann greift er an. Für 2. Hat er noch einen? Ich mache mich ready. So, der Plan geht um einen voran. Chlor greift mich an. Captain America verteidigt auch. Er greift mich an für 2. Bring mit dir ein Spiel, passiert nichts. Für 2 immer noch. Lege zufällig eine Karte in deine Hand ab. Ich habe nur eine, ist aber auch nicht schlimm. So. Und jetzt, Moment, das war 1, 2, genau die Stärke. Und jetzt passiert, da greife ich mit 2 an. Ich verteidige 2, habe Vergeltung 1. Und damit hat Captain America ihn in der Verteidigung ausgenockt. Und das war Claw. Interessant. Ging ja doch relativ einfach. Ich hatte bei den ersten Spielen damals gegen Claw immer mehr Probleme. Hat er ziemlich gut gemacht. Doch. Bis auf noch ein, zwei, drei Karten, die ich mal aus meinem Deck rausnehmen muss, ein bisschen was nochmal dran feilen, aber so gefällt er mir schon ziemlich gut. Naja, hoffe, habe keine groben Schnitzer gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und noch viel besser ein Abo. Sagt es euren Freunden. Ich versuche regelmäßig alle 2 Tage ein Spiel hochzuladen und ich hoffe, die werden mit Mal zu Mal immer besser. Wie gesagt, ich arbeite gerade an meiner Beleuchtung, dass das ein bisschen besser wird, aber ich denke mal, kann man so halbwegs gut erkennen. Klar, die Texte kann man sowieso nicht lesen, aber man sieht die Bilder und die großen Werte. So, dann bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Avengers sammeln.